Ja, probieren wir es einfach mal aus. So können wir sie immer noch verkaufen. Dann den Bogen benutzen, der eigentlich auch recht stark ist, mit minus ETW von minus 3. So, das heißt, der Rest kann verkauft werden und das hier wird alles weggepackt. Was können wir für euch tun, damit eure Träume heute wahr werden? Intelligenzhelm. Nicht verwendet werden von Magiern Baden Dieben. Schade. Was er leider nicht hat, ist eine Magierrobe. Aber da könnte ich mal bei den anderen beiden Händlern hier gucken, ob die was Neues haben. So, jetzt erstmal das hier verkaufen. Weil wir es einfach nicht mehr brauchen. Ich warte, euer Wunsch ist mein Begehr. Sie? Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Hat nur Baldurats Schild und Schwert. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Ja, Angebot hat sie. In der Menge Zauber, aber auch nichts Besonderes. Gut. Ja, keine große Herausforderung. So, das heißt, ich Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Gehe mit den beiden da hoch. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Ja? So. Jawohl. Wie ihr wünscht. Pack mein ganzes Zeug weg. Der Geist ist willig, mein Freund. Was möchtet ihr? Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ja, weiß ich. Der Hira ist verlangsamt? Oh, wie lange sind die schon verlangsamt? Ach, ich liege da an der blöden Rüstung, hä? Hier noch irgendwas drin, was schwer ist. Wie schwer ist das Horn? Gar nicht schwer, okay. Dann gebe ich mal einfach das Ding an Minsk weiter. Oder gibt es einfach auch an Talisa? Nö. Das kann jetzt ruhig bei Yahira bleiben. Und die ganzen Heiltränke können hier rein. So. Jetzt kann ich schon mal den Behälter öffnen und das Wichtigste raustun. Nämlich das. Das. Und. Das hier. Ach ja, und Yoshimos Herz. Tempel von Ilmater. Oh, wo waren der nochmal? Ah! Trifft sich ja gut, dass er gleich hier unten ist. Nun gut, ihr seid mir mehr als willkommen. Seid gegrüßt, meine Schwester. Willkommen im bescheidenen Domizil des einen, der erträgt. Die Martha bietet einem Obdach, die es benötigen und leiden die Schmerzen an. Und leidet die Schmerzen anderer. Ich habe eine seltsame Bitte, Schwester. Ich habe hier das Herz eines Mannes, der in Schande gestorben ist. Yoshimo, sagt ihr, ich glaube, ihr kennt diesen Mann. Er kam vor ein paar Wochen hierher, als es Nacht wurde und schien in großer Bestürzung zu sein. Er wollte aber nicht mitteilen, was ihn quälte. Er spendete eine wesentliche Summe Gold und bat, dass ich bestimmt... Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja. Dass ich bestimmte persönliche Gegenstände hier lagerte. Er würde es vorziehen, nicht mit ihnen oder wegen ihnen gefangen zu werden, sagte er. Das hat ihm wenig genutzt.
Es kommt das Gleiche heraus. Er bekam, was er verdiente. Ich hoffe nur, dass er zumindest im Tode etwas Frieden findet. Ich verstehe, die Ereignisse brachten ihn weiter, als er erwartete und er litt, weil er zwischen Pflicht und Gewissen kämpfte. Ich habe solche Qualen der Seele so vorgesehen. Na gut, wir werden sein Herz an die Brust Imatas betten. Der weinende Gott wird entscheiden, ob er seine Qualen verdient hat oder nicht. Wenn sein Leid unverdient ist, wird dieser Yoshimo in der ewigen Ruhe die Erlösung finden. Sagt, habt ihr diesem Mann seinen Verrat verziehen? Zur Hölle, nein, Imata könnte es, aber ich nicht. Ich würde es gerne, aber nein, es ist zu viel, um zu verzeihen. Ob ich ihm verzeihe oder nicht, mache ich es keinen Unterschied, nicht wahr? Ich habe es jetzt. Ich vertraute darauf, dass er bekommt, was er ich vertraue darauf, dass er bekommt, was er wirklich verdient. Ja, sein Verrat tut mir weh, aber es tat ihm ebenso weh. Ich wünschte, die Dinge wären anders verlaufen. Ja, er war ebenso Opfer. Alles, was ich für ihn übrig habe, ist Mitleid. Nehmen wir mal die 5, weil Talisa ja doch ein bisschen anders gestrickt ist. Ich verstehe, wenn das der Fall ist, möchte ich vielleicht auch einen Blick auf das werfen, was er hier zurückließ. Ich glaube, dass er vorhatte, wegen seinen Sachen zurückzukommen, wenn er überlebte, aber es scheint, dass ihr an seiner Stelle gekommen seid. Wenn ihr noch den Schmerz eines Verrates fühlt, kann vielleicht alles, was ihr findet, euch Trost geben oder zumindest antworten. Ich würde es schätzen, danke, Bruder. Den letzten Wunsch eines Toten des Mannes verraten, seid ihr sicher, dass dies das Richtige zu tun ist? Danke, ich verzichte. Ich bin bedient und noch mehr von Yoshimo. Es nützt nichts, was er tat, ist jetzt Vergangenheit. Nehmen wir mal die 2. Wenn die Taten dieses Mannes Leid verursacht haben, dann ist es Imatas Wille, dass er zumindest im Tod eine Chance hat, es zu erleichtern. Ja, ich glaube, dass dies so ist, wie es sein sollte. Nun, wenn ihr sicher seid, ganz recht. Gut, dann lasst mich seine Dinge holen. Ja, ich hoffe, dass ihr findet, was ihr sucht. Lebt wohl. Ah, ich habe sogar einen neuen Tagebucheintrag. Drittster Orden kämpft mit. Ich begegnete dem berühmten Waldläufer Drittster Orden und ein paar seiner Kumpanen auf dem Rückweg vom Tethyr-Wald. Ich habe ihn dazu überreden können, mich in meinem Kampf gegen Bodhi zu unterstützen. Er will mich in den Katakomben unter dem Friedhofsviertel treffen, wenn ich bereit bin, mich der Vampirin zu stellen. So, was habe ich gekriegt? Wakashashi. Yoshimos Tagebuch. Ein einfaches Wakashashi. Yoshimo hat sein Tagebuch nicht sehr gewissenhaft geführt. Die ersten Seiten sind mit willkürlichen Notizen über erledigte Aufgaben, gesammelte Belohnungen, gewonnene Freunde und verdatterte Feinde gefüllt. Einige Briefe mit eleganter weiblicher Hand auf Feinpapier geschrieben sind zwischen die Seiten geklemmt, mit einigen an die Ränder gekritzelten lustigen Bemerkungen. Obwohl immer noch nicht sehr planmäßig beginnen, regelmäßige Einträge vor etwas mehr als einem Jahr. Gegen einige alte Briefe durch sind es 3 Jahre her, seit ich Tamoko sah. Das kann nicht wahr sein. Die Sanfte setzte bei Flut Segel, die Nichte des Kapitäns ist von einem ungewöhnlich starken Interesse für imposierte Waren besessen. Ich nehme an, dass es eine vergebene Hoffnung ist, dass sie keinen Magen für die See hat, sodass ich sie nicht in meiner Kajüte behalten muss, um sie zu meiden. Der zweite Mal scheint ein Falschspieler zu sein. Alcantara ist so angenehm geldgierig wie immer, aber einige gewissenhafte neutrale Schleicher gehen außerhalb meines Gasthofs auf Streifen und werfen mir jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, schmutzige Blicke entgegen. Die Enuk der Diebe findet offensichtlich, dass ich ihre Gastfreundschaft wieder überansprucht habe. Vielleicht sollte ich mich zur Abwechslung darauf konzentrieren, Tamoko zu finden. Machte keinen Sinn, nachts in die Berge loszuziehen, wartete den rechten Augenblick in Kormir ab, während ich lauschte, was die Stadt zu sagen hat. Zu meiner Überraschung hörte ich einige Reisende über den Gefährten von Sarivok sprechen, den Tamoko erwähnt hat. Große Erwartungen verbindet. Bindungen zum Eisenturm gibt eine gute Figur ab, wirft einen dunklen Schatten. Derselbe Mann. Klingt, als ob er eine Art Aufregung in Baldur's Tor verursacht hat. Sie hat häufig von ihm geschrieben, aber wenig. Er klang nach Schwierigkeiten, aber ich glaube, dass sie genug gesunden Verstand gehabt hat, um sich da herauszuhalten. Sie hörte sich jedoch ihm sehr verpflichtet an. Verbrachte die Nacht im windigen Schwindel in Berigost, ein betrunkener Söldner beharrte darauf, mein Katana zu probieren. Jedes Ende davon, lenkte ihn mit einer Bestellung an den Gastwirt ab, um eine Probe von mehreren seiner Fässer zu bringen und für Nachschub zu sorgen.
Bevor er irgendwo unter dem Tisch verschwand, was ich annehme, der bessere Teil der Woche wäre, da hatte der Mann einige beunruhigende Dinge über den Krawall in Baldurs Tor. Ich kann nur hoffen, dass Tamoko nicht beteiligt ist. Gemäß dem Herrn ist jeder jetzt sehr aufgeregt über jemanden namens Talisa und was sie diesem Sarivok angetan hat und so. Er ließ sich jedoch weiter darüber aus, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Auch, dass eines Tages dieser neue Stolz der Stadt wie der letzte ausrasten wird. Anscheinend hat er sowohl Sarivok als auch Talisa einmal von fern gesehen. Vielleicht inmitten einer Menge, daher könnte er das wissen. Streifte in den letzten paar Tagen und Nächten durch die Straßen von Baldurs Tor. Eisenthron-Hauptquartier in einem Zustand von peinlicher Unordnung. Fand den Gasthof, den Tamoka als ihre letzte Zuflucht erwähnte. Schmuddelig, illegal, unter ihrer Würde. Entdeckte sie im Buch des Gastwirts unter einem falschen Namen, mit einer liegen gebliebenen Rechnung vom 12. Flammenruhle. Schlich mich raus, bevor der Mann auf die Idee kam, mich sofort bezahlen zu lassen. Hörte einige Soldaten der flammenden Faust über Talisa sprechen, dass sie eigenhändig diesen irrenhausreifen Bastard Sarivok und all seine Anhänger ermordete. Sie fuhren fort, ihre leuchtenden Augen, donnernden Stimme und 7-Meilen-Schritte zu beschreiben. Ich reiste ab. Ein Zettel ausgerissen aus einem Rechnungsbuch, gekennzeichnet mit dem Symbol von Kelimvor, ist zwischen den Seiten des Tagebuchs gefaltet. Menschliche Frau, Alter etwa 30, Karaturan. Alle nahe dem schwarzen Drachentor. Keine offensichtlichen Anzeichen von Gewalt, Krankheit oder Zerfall. Magische Todesursache. Punkanisch mit eingravierten Tyrannus-Abzeichen. Filigrane orientalische Schriftzeichen im Gold über dem Herz, verkauft an allerlei Zauberei für 17.000. Begraben. Entweder Sarivok oder Lisa könnten sie getötet haben, aber sie glaubte zu jener Zeit an Sarivok und Sarivok ist außerhalb meiner Rache. Das ein oder andere Fest wurde in der Stadt gefeiert und ich sah Talisa aus der Ferne in der Nähe des herzoglichen Palasts. Sie sah nicht danach aus, als ob sie meine Schwester zu töten. Ich träume von Tamoko, wie ich es jetzt häufig tue, aber ich erinnere mich sehr wenig an den Traum. Nur ihr Gesicht ist unter meinen Augenlidern eingeprägt wie ein Nachbild der Sonne. Ich wurde bemerkt, eine blasse Schwalbe im schwarzen Leder hielt mich heute Abend in der Taverne an, wo ich saß und Talisa beobachtete. Ihr seid der talentierte junge Mann, der so viele Fragen über Talisa gestellt hat, sagte sie und schob ihren kalten Ausschnitt an mich. Macht euch keine Sorgen, eure leidenschaftlichen Wünsche werden in Kürze erfüllt. Ihr müsst nur genau tun, was ich sage. Sie bot mir an, die kühle Nacht zu folgen und die feuchten Gassen entlang, bis wir zu dem Ort kamen, wo die Stadt ihre namenlosen Toten vergisst. Dort zeigte sie auf ein Grab unter Reihen von Gräbern, jedes wiederverwendet, wenn die alten Einwohner verrottet sind. Dieses eine war ausgehoben. Die Frau öffnete den billigen Sarg und darin lag Tamoko im Schlaf ausgestreckt wie ein Kind, tot. Bodhi arbeitete für einen maskierten Mann namens Sirenikus, zumindest theoretisch. Sie versicherten mir, dass Talisa meine Schwester tötete und dass ich meine Rache bekommen werde. Aber zuerst muss sie von mir zu Sirenikus gebracht werden. Lebendig. Ich brauche mich keine Sinnestäuschung mehr hinzugeben. Ich habe die Wirklichkeit, Tamokos Gesicht in eine unnatürliche Gelassenheit versetzt, die nicht einmal Verwesung stören kann. Sie ist nicht verfault, sie geht nicht weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, sicher zu sein, und selbst wenn ich mich irre, keiner von uns ist unschuldig. Auf die eine oder andere Art wird sie gerecht. Irenikus forderte ein Fluchgelübde von mir, ein Geas. Also schwor ich es. Ich fühlte es jetzt kaum, es ist nur ein Zwicken an meiner Schädelbasis. Talisa und ihre Puppe wurden gefangen genommen. Blut wurde vergossen, aber Renikus hat mein gejagtes Objekt so weit weg von mir wie möglich eingesperrt und zu versuchen, ihm meinen Standpunkt darzulegen oder aufzuzwingen, erwies sich als lebhaftig höchst unklug. Renikus versprach jedoch, dass das Sehen in ein paar Tagen mein rechtes Auge zurückkehren würde und befahl mir, Geduld für meine Rachesucht aufzubringen. Wir gehen nach Süden. In Alcatla offensichtlich wurde diese unterirdische Festung nicht an einem Tag gebaut. Ja, ich mach mal hier jetzt kurz Pause, was das Vorlesen angeht, weil wir schon über dem Zeitlimit sind. Was immer ihr wünscht. Werd schnell mal rasten gehen.
Und dann machen wir einfach beim nächsten Mal da weiter. Weil ich muss zugeben, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich... ob ich sie umgebracht habe oder ob sie von Sarivox selber umgebracht wurde. Weil ich glaube, Tamoko war eine von Sarivox Geliebten, die ihn vergöttert haben. Euer Wunsch ist mein Begehr. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. So, ich speichere jetzt mal. Das ist jetzt endlich mal LP 047, nachdem ich das letzte Mal ja nicht gespeichert habe. Speichern. Und da gibt es jetzt mal einen Cut. Bis gleich.